Das hier ist Familie Cash. Sie lebt aus Überzeugung in der Einsamkeit der Berge im Nordwesten Amerikas. Der Grund? Papa Ben. Ein hochgebildeter Mann, der seinen 6 Kindern nicht nur ein überdurchschnittliches Wissen beibringt, sondern auch, wie man in der Wildnis überlebt. Als seine Frau stirbt, ist er gezwungen, mitsamt der Sprösslinge seine selbst geschaffene Aussteigeidylle zu verlassen und der realen Welt entgegenzutreten. In ihrem alten, klapprigen Bus macht sich die Familie auf den Weg quer durch die USA zur Beerdigung, die bei den Großeltern stattfinden soll. Eine komische, wie auch berührende Reise, die Bens Ideale nachhaltig in Frage stellt. Eure Mutter ist tot. Wir sind eine Familie. Ich habe gerade mein Kind verloren. Wo immer du auch sein magst, bleib dort. Sonst lasse ich dich verhaften. Wir wollen alle zu Mom. Wir lassen uns von Opa nicht einschüchtern. Wir wollen uns verabschieden. Wir können nicht zu Mamis Beerdigung. Wir müssen tun, was sie sagen. Die Mächtigen kontrollieren das Leben der Machtlosen. Ach, scheiß drauf. Dann hören Sie uns kommen! Ja! Captain Fantastic ist die zweite Regiearbeit von Schauspieler Matt Ross. Ein Drama, das sein Publikum spalten wird. Denn Ross übt mit Ben Cash auf der einen Seite dick aufgetragene Kritik an der Konsumgesellschaft und dem System, das sie begünstigt. Andererseits zeigt er die Cashs als eine Sippe, die Andersdenkende nicht wirklich toleriert, sozial alles andere als kompatibel ist und eben wie eine Sekte rüberkommt. Das sorgt dafür, dass man als Zuschauer nie so ganz weiß, ob man die Rebellion cool finden oder ihre Folgen in Frage stellen soll. Und aus allem hält sich Ross' Film fein raus. Er überlässt das Urteil dem Zuschauer. Was meint ihr? Alle sind so fett. Ja. Fett wie Nilpferde. Wir verspotten niemanden. Außer Christen. Wie schlachtest du die Hühner? Mit einer Axt oder einem Messer? Man kann die so kaufen. Die sind schon tot. Dad, krieg ich auch Wein? Klar, warum nicht? Nein, Kinder trinken keinen Wein. Das ist bekömmlich. Kein Crack. In Cannes und auf dem Sundance Film Festival wurde diese neutrale Haltung positiv aufgenommen. Ich möchte dennoch behaupten, dass sich viele an ihr stören werden, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Aber dann sind da auch noch diese schönen, humorvollen und vor allen Dingen emotionalen Momente. Sie holen den Film auf den Boden zurück, falls er mal wieder zu sehr abhebt. Und dann ist das schließlich auch noch Viggo Mortensen. Trotz seiner Präsenz gelingt es ihm abermals, hinter seiner Rolle komplett zu verschwinden und auch die anderen Kollegen, ganz wichtig, glänzen zu lassen. Was für dieses Roadmovie-Drama gilt, gilt natürlich auch für ihn. Er ist faszinierend und verstörend zugleich, aber vor allen Dingen ist er eines nicht. Egal. Meine Rankstags: Viggo Mortensen, Roadmovie-Drama, Aussteigerfamilie, polarisierend und hängenbleibend. Sie interessiert an dieses Stück? Ja, und ich habe mich gefragt, für wie viel Sie das wohl verkaufen. $130.000. Da kriegt man ja glatt Hausfall. Geht, er hatte keine Ahnung von Kunst. Ist ein wunderbares Stück, weil... Haben Sie schon was davon verkauft? Gerade gestern an eine Sammler. Ist es mal ehrlich? Nein, ich habe es selber verkauft. Und wie immer gibt es noch so viel mehr zu erzählen. Aber bevor es jetzt zu sehr ausartet, sage ich noch etwas kurz zum berühmten Titelsong des Films. Er wurde von Harold Faltermeyer mit 6 Synthesizern eingespielt.